Sogar ein Doppelpass und der Nachwurf dann von der 7. Doch drinne, ihr 9. Treffer. 15-26. Und man sieht ein wenig die Resignation in den Gesichtern der Schwerinerinnen. Das ist mal der Versuch von außen. Und da ist der Torwart dran, während Schwerin inzwischen ja den Torwart gewechselt hat. Als Mittel. Jetzt hat sie mal eine Hand dran. Aber beim Pass wird sie behindert. Kann ihn nicht erfolgreich ausführen. Ballbesitz Rostock. Und der Wurf gar nicht richtig geworfen, sondern mehr so abgelegt. Aber das Glück ist den Rostockern treu und der Ball geht rein. 15-27. Jetzt ist Schwerin wieder komplett, aber das nützt nichts, weil der nächste Fehlpass. Kreisanspiel funktioniert nicht. So, Ballbesitz für Rostock. In den Kreis getreten vom Schweriner Kreisläufer, so Ballbesitz Rostock. Von der Halbposition, die Rostockerin ist schön durchgesetzt. Scheitert aber an der Torhüterin und auch der Konter der Schweriner verläuft im Sande. Und da hat sie versucht, nächsten Versuch. Und diesmal geht der Ball an den Pfosten und jetzt vielleicht mal die Schweriner mit einem ruhigen Aufbau. Schrittfehler. Hat sich zu lange überlegt. War mal angetäuscht und dann sind es natürlich mehr wie 3 Schritte. Und da hat sie die Lücke gefunden, aber konnte nicht erfolgreich abschließen. 15-27. Doppelpassversuch, Ball von außen, aber zu spät. Und dann der Kreisläufer steht wieder im Kreis. 15-27. Und jetzt gibt's 7 Meter für Rostock. Jetzt. Ein anderer 7-Meter-Schütze auf Rostocker Seite zum 7-Meter Nummer 6. Und scheitert an der Schweriner Torhüterin. Und vielleicht gibt Schwerin das jetzt nochmal den Schub. Für die letzten 10 Minuten in einem Gegenteil. Die Rostockerin ist wieder dazwischen, macht ihren 8. Treffer in dieser Partie. Zum 28-15. Der Trainer reagiert. Und die Spielerin vom Feld, die jedoch ein wenig unkonzentriert, unglücklich wirkte. Und Kreisläufer und
Hat sie sich schön geholt. Den Ball nach außen weitergegeben, aber der Ball geht dann über das Tor. 15 zu 28. Und jetzt wieder die Torhüterin, die sich ja auszeichnen kann, und sein von Grünwald Schwerin. Und das war schön aufgepasst, konzentriert die Verteidigung. Und dann der Fehlpass, da haben sie auf der anderen Seite ebenso gut aufgepasst. Und dann steht sie völlig frei am Kreis und hat keine Probleme, den Ball zu versenken. Ihr vierter Treffer in diesem Spiel, 15-29. Schön zu sehen, dass er trotz dieses eindeutigen Spielstands die Eltern um auf der Bühne immer noch alles geben für ihre Mädchen. Und sie nach vorne treiben. Und vielleicht so über diese schlechte Phase hinweghelfen. Und jetzt wieder Probleme beim Fangen auf Schweriner Seite. Ballbesitz für Rostock, da ist eine Riesenlücke da. Kann sie nicht nutzen. Wirft den Ball übers Tor. Und auf der Schweriner Seite wird jetzt durchgewechselt. Bekommen hier alle Spielerinnen ihre Chance, sich auszuzeichnen in der schwierigen Situation. Und wieder hat die Neun auf Rostocker Seite den Pass geahnt, hat ihn abgefangen. Und erzielt ihren dritten und den 30. Treffer ihrer Mannschaft. 15 zu 30. Und wieder ist er fast abgefangen, der schnelle Konter. Neunter Treffer von der Spielerin mit der Nummer 8. 15 zu 31. Neun Fehler im Angriff der Schwerinerin. Abgepfiffen Ballbesitz Rostock. Einfacher Doppelpass führt zum Erfolg. Der erste Treffer der Rostocker Nummer 6, 15 zu 32. Auch ein schlechter Pass, diesmal keine Konsequenz daraus, aber wenig Bewegung jetzt im Schweriner Spiel. Sie weiß nicht, wo sie hinspielen soll. Jetzt mal ein einfaches Kreuz und die Einzelaktion. Es gibt Freiburg. Ja, der Wurfversuch, aber die Mauer steht gut. Und der Konter. Und Treffer Nummer 10. Voraussetzung Nummer 8, 15 zu 33. Jetzt gibt es 7 Meter für Grünwald Schwerin und vielleicht mal die Chance,
auf einen Treffer, auf ein Erfolgserlebnis für Grün-Weiß. Trainer bestimmt die 7-Meter-Schützen und der Ball geht passend zum Spielverlauf am Tor vorbei. Zeigt auch an, dass sie wechseln möchte. Gibt es. Der Wurf vom Außen. Auch der passt heute auf Rostocker Seite. Erste Treffer, der Nummer 13. 15:34. Und da ist die Lücke. Sie sucht sie mal. Aber sie geht nicht durch. Bemängelt der Trainer auch sofort. Jetzt mal ein einfacher Doppelpass. Aber es gibt die Chance. Es gibt erneut den 7 Meter für Gründer Schwerin. Und der nächste Versuch auf das Erfolgserlebnis für Gründer. Zwei, 7-Meter-Treffer der Nummer 18. Da läuft die 2 von Rostock durch. Ihr dritter Treffer. 35:16. Andersen. Ein klein wenig Regelkunde am Rande. Eine Spielerin von Grün-Weiß suchte die Kabine auf. Abgemeldet. Muss abgemeldet werden beim Kampfgericht. Das ist hier durch den Trainer passiert. Vom Kampfgericht angenommen. Alles regelkonform. Wir bewegen uns jetzt in den letzten 1,5 Minuten, in den letzten 90 Sekunden dieses Spiels. Schnell ausgeführter Freiwurf zurückgepfiffen. Alle müssen aus dem Kreis raus. Hinten geschubst. Es gibt Vorteil für Rostock. Und dann setzt sie sich durch, gibt einen technischen Fehler und dann 7 Meter für Rostock. Und die dritte 7 Meter Schützin für Rostock. Nun die Nummer 2. Und der Ball deutet in Ante die Ecke, aber der Ball platziert in die Ecke. Hier, vierter Treffer, der Nummer 2 von Rostock. Und jetzt mal ein schönes Anspiel an den Kreis nochmal. Ich werde hier vierter Treffer. 17:36. Und 10 Sekunden vor Schluss fällt dieser Ball dann auch noch rein. Er ist der Treffer für die Nummer 16. 17:37 und da ertönt die Schlusssirene. Das ist der Endstand. 17:37 zwischen Grün-Weiß-Schwerin und Eintracht Rostock.